Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsport-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Motorsport Manager. Wir reisen ab zum 6. Grand Prix der Saison nach Yokohama. Dort brauchen wir sehr niedriger Spritverbrauch, mittlere Reifenabnutzung, fahren 30 Runden, brauchen Frontflügel, Bremse, oh Gott, und Stoßdämpfer. Und das Rennen soll durchwachsen werden. Puh, so, wie war das? Der hier. Zehnter werden und 1,2 Millionen verdienen. Könnte uns bei unserem derzeitigen Finanzbudget recht gut tun, wenn wir die Summe hier verdienen. Teile müssten wir eigentlich alle drin haben. Wir gucken es nochmal gerade nach. Ja, passt. Von der Haltbarkeit her. Auch hier sind wir stabiler geworden. Puh. Ja, wir haben, glaube ich, kein Setup, ne, für die Strecke. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, was wir da hinkriegen. Ist hier an Suzuka angeglichen. Und den Bogen hier. Hier hinten haben sie ein bisschen die Sachen vertauscht. Also, diese Kurve kommt eigentlich hier nach der Brücke. Dann geht es hier hoch in die große Kurve. Und dann geht es hier durch und dann kommt hier nochmal die Schikane. Um dann hier wieder auf Startziel zu kommen. Nee, noch nicht mal. Hier kommt die Schikane. Die sie hier verbaut haben. Also es ist ganz kurios. Ja, hier sehen wir schon die Wolken, die dunkel sind. Weil es bewölkt ist und weil es natürlich auch im Rennen später regnen soll. So, die beiden lassen wir fahren, um Setup zu finden und ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da rangeht. Was haben wir gebraucht? Frontflügel, ne? Hatten die gesagt. Machen wir den mal auf 17,5. Den Rest lassen wir so, wie er ist. Und, puh. Ja, nehmen wir mal die härtesten Reifen, die wir haben. Schon hardcore. So. Schicken wir die gleich mal auf die Piste. Dann hoffe ich, dass wir da ein gutes Setup hinkriegen. So, schicken wir die mal los auf komplette Rundenzahl. Und sie schicken wir mal los hier auf den kürzesten Stint. Können wir erstmal ein bisschen beschleunigen. So, und Santa Anna kommt gleich wieder rein. Bin ich mal gespannt, ob wir da ein Setup hinkriegen, was passt. Oh, hier fängt schon an zu überholen. Interessant. Und ab an die Box. Und rein da. So, Flügel passen überhaupt nicht. 86% nur. Flügel sind okay. Fahrverhalten ist großartig. Geschwindigkeit ist gut. Ja, würde ich sagen, machen wir auch hinten mal auf 27,5. Vorne vielleicht auf 18,5. Und fahren wir wieder raus. Und da kommt Regen. Naja, hoffentlich nicht so lang. Dann können wir einfach durchfahren, dann passt das. Aber sie müssen mal reinholen. So, großartige Flügel. Haben wir hier unten ein bisschen verloren. Hier sind wir nur noch auf gut, dafür sind wir hier auf großartig. Hat sich ein bisschen getauscht.
Das ist jetzt eine gute Frage. Ist doof. Das hier soll nämlich da bleiben, was ist. Wo ist denn das hier? Das ist unterm H. Ja, ich sag mal, der H-Strich. Das ist das Wichtige. So, machen wir das hier eins rüber. Ich glaube, das ist einfacher. Damit haben wir auch das hier leicht verschoben. Hier oben passt es noch nicht ganz. Versuchen wir es mal mit 19. Und hier eins länger. Und dann gucken wir einfach mal, wie das aussieht. So, holen wir direkt wieder rein. Latin übrigens auf Platz 5 mit den härtesten Reifen. Jetzt fällt sie langsam zurück. Aber immer noch Mittelfeldplatz. Das heißt, das Auto wird besser. Flügel waren die falsche Richtung, würde ich mal behaupten. So, versuchen wir es mal so. Das ist ätzend, wenn du nicht weißt, wohin. Du musst rumtesten. Ich hoffe, dass wir irgendwas über 95% hinkriegen. Das wäre nämlich nicht so schlecht. Aber ich glaube, das wird eng. So, Santa Ana kommt wieder rein in die Box. Mittlerweile haben wir mittlere Fähigkeiten und wir haben alles auf großartig. Das ist schon mal gut. Da haben wir schon mal 94%. Jetzt lassen wir auf 28,5. Wir machen mal hier runter auf 26,5. Also wir gehen ein bisschen runter, was Abtrieb angeht. Gehen noch ein bisschen weiter in die Richtung hier bei der Geschwindigkeitsbalance und der Rest soll so bleiben. Dann hoffen wir, dass wir jetzt irgendwas auf großartig hinkriegen. Dann haben wir mal ein Basis-Setup für die nächsten Rennen, wenn wir wieder hier fahren. Setups kannst du nämlich auch, zumindest die grobe Richtlinie, kannst du auch gebrauchen, wenn du in anderen Rennserien unterwegs bist. Und Yokohama wird häufig gefahren und bleibt uns ja jetzt auch erhalten. So, reinholen. Nicht vergessen. Und ausgezeichnete Flügel, sehr gut. Flügel brauchen wir nichts mehr ändern, die passen. Die Geschwindigkeitsbalance ging irgendwie in die falsche Richtung. Machen wir runter auf 50. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, es sollte jetzt eh gleich rum sein, das Training. Ja, die soll dann mal weiterfahren. Vielleicht haben wir ja Glück und kommen nochmal über die Linie. Können wir hier oben vielleicht abschließen, dass wir in Stufe 2 kommen. Ja, jetzt ist die Zeit rum. Nap. Balken ist voll, springt aber nicht um, weil die Zeit minimal vorbei war. So, erste Funksprüche, wie es Setup ist, die meldet sich irgendwie gar nicht. Habe ich zumindest einen Eindruck.
Und das war's mit dem Training. So, zeitentechnisch total bescheiden, aber es hat auch angefangen zu regnen. Können wir also nicht so ernst nehmen. Und dann haben wir ein Rennen, was im Regen stattfindet. Und wir starten, glaube ich, müssen wir gleich mal gucken. Mit Key von 6 und Santa Anna von 17. Und gerade mal gucken, wie das Setup war. Sehr gut. Ausgezeichnet, großartig, ausgezeichnet. Das Setup, ja, notieren wir uns gleich. Übertragen es noch auf das Fahrzeug. Beziehungsweise die Einstellung machen wir in der nächsten Folge. Ich habe ja gesagt, ich muss ein bisschen draufhalten, heute nicht ganz so die Zeit. Und ich mache mir da gleich noch ein paar Notizen, dann übertrage ich das in der nächsten Folge auf das andere Auto und dann starten wir ins Rennen rein. Und ich hoffe, dann haben wir eine gute Strategie, um das hier wieder einigermaßen gut abzuschließen. Wir müssen ja mindestens Zehnter werden, dass wir 1,2 Millionen Bonus kriegen. Darauf spekulieren wir. Und ja, wird schon irgendwie gut gehen. Wenn nicht, auch gut. Ich bin aber erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.